Willkommen zur neuen Folge The Binding of Isaac mit Tim. Hallo. Wenigstens war das jetzt mal nicht so beschissen. Was ist denn hier beschissen? Ich nehme Kane. Hast du Ärger? Suchst du Ärger? Bisschen kiffen? Hi ho, hi ho. Die Gamer, Paul, die Gamer. Ach ja, die Gamer. Nicht, dass die morgen früh an meiner Tür klopft. Ey, du hast gesungen. Ja. Definitiv. 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 Ich sagte doch, die ziehen sowas durch. Das sind, ist als so eine linke Nummer. Ja, immer die Linken. Die Linkshänder. Ach komm. Wisst ihr, dass Linkshänder böse sind? Der ist schon so alt, der setzt schon Staub an. Wie die Linkshänder. Der Linkshänder-Witz eigentlich auf dem Kanal schon irgendwie drinne? Ich glaube, den habe ich nie gemacht, ne? Ich glaube nicht. Müssen wir mal einführen. Nein, den führen wir nicht ein. Also, das ist jetzt Diskriminierung. Wenn ich gleich erwähne, was du in deinem Spiel gerade machst. Das darfst du nicht, das Video wird sonst nicht freigegeben für Kinder. Ja, ja. Die Großmutter gibt mir ganz schön auf den Sack, weißt du das? Mhm. Die geht dir auf den Sack. High Quality Jokes. Ich hab das Harlekin Baby. Das ist ganz cool. Und jetzt Widow. Ja? Ja. So, der Part wird etwas kürzer. Die Schlampe. Eigentlich wollten wir in The Binding of Isaac über einige Themen reden. Eigentlich, ja. Nur ja, bei Paul seinem Skill. Nee, du darfst jetzt reden. Du darfst reden, ich bleib auch ruhig eine halbe Stunde in einem Raum. Bei Paul seinem Skill sind die Parts relativ kurz und da lohnt es ja nicht mehr ein Thema zu reden. Ja, nun stimm doch mal ein Thema an. Das lohnt sich doch gar nicht, du stirbst eh gleich wieder. Nein. 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 Nein, jetzt stimm ein Thema an. Ich lebe noch. Ich wurde doch schon tot. Nein. Jetzt ist Widow tot. Und es laggt. Oh, nee. Oh, ich habe die Krone gefunden. Ja, super. Bestes Item der Welt. Gib mir Münzen. Und lässt mich schwul aussehen. Wie so ein schwuler Pirat jetzt eigentlich. Hast du was gegen Schwule? Nein. Gut. Um das mal klarzustellen. Ich habe was gegen Föten. Oh mein Gott. Wir unterbrechen kurz für die Werbung. Wir haben es ja bald schon wieder so weit von der Zeit her. Warte, dann müssen wir diese Werbung schalten. Welche Werbung? Naja, ich sag bloß so nachts um 12 oder so. Achso. Waren wir nicht eben noch bei Föten? Was zur Hölle? Gibt bestimmt so ein Fetisch-TV. Och nee, hör auf. Lass es einfach. Das ist ja ekelhaft. Nicht, dass du da gleich noch irgendwelche Magenverstimmungen kriegst. Ein Thema. Ja. Mir fällt keins ein. Dir fällt keins ein, du wolltest über Spiele reden. Über Spiele reden. Und sag du mir mal, was du über Spiele reden willst. Du hast vorhin den Vorschlag gemacht, über Spiele reden. Ach, ich hab doch nur meinen Witcher gespielt und hab irgendwas gesagt. Du hast bloß vor dich dahin geredet, ne? Ja. Alles nur Leere. Leere Versprechen. Ja, ganz genau. Tut mir leid. Die Spinne bitcht sich durch die Wand hier. Wo wir wieder dabei wären. Erinnert mich an das Lied Itchy Bitchy Spider. Ja, stimmt. Bloß, dass das Bitchy da nicht so gemeint ist. Hoffe ich. Dass es nicht Bitchy heißt. Ja. Die Itchy Bitchy Spinny. Oh, wie ging das Lied doch? Klettert die Regentonne, nee, das Regen, Regenrohr, Regenrinne? Regenrinne rauf, ne? Dann kommt der Regen und spült sie runter und danach klettert sie wieder rauf. Irgendwie sowas war das. Was ein Plot! Es war eine Spinne. Es ist eine Geschichte von großem Durchhaltevermögen. Weißt du, das ist eigentlich die Vorgeschichte des Spider-Man. Ja. Die Spinne hat niemals aufgegeben. Nein. Egal wie tief der Abgrund war. Die Itchy Bitchy Spinny. Itchy Bitchy Spinny? Ja.
Vielleicht können wir am Anfang über Binding of Isaac an sich reden. Ja, können wir machen. Ich meine, du spielst es, du versuchst es gerade zu spielen. Und du wirst es auch noch in den nächsten Wochen versuchen. Gehe ich mal von aus? Ja, kannst du ruhig von ausgehen. Gut. Ich werde es gleich deinstallieren. Hoffe ich mal. Müssen wir uns die Schmach nicht angucken. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Durch dich. Ernsthaft? Nein. Ich wollte schon sagen, ich meine, ich habe die letzten Wochen das gar nicht gespielt. Ich bin durch Nestflo drauf gekommen. Und wer ist dieser Nestflo? Nestflo. Kann den ja mal gerne in die Beschreibung verlinken. Oh, würde er bestimmt mögen. Der wird sich sowas von freuen. Mensch, das ist doch jetzt scheißegal, bis, falls welche fragen sollen. Achso. Nee, der ging mal auf unsere Schule. Tim geht jetzt immer noch zur Schule, ich ja nicht. Ja. Das heißt nicht, dass ich sitz geblieben bin, nein, ich habe einen Abschluss gemacht. Ja. Und Tim halt nicht. Ich darf noch 2 Jahre. Ja, er darf. Nein, ich bin nicht sitzen geblieben. Im Gegensatz zu Paul versuche ich mein Abi zu machen. Ich hab's auch versucht bis zur 9. Klasse. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wie gesagt, du warst noch bei dem Flo. Ja, also ich bin drauf gekommen, weil er ja immer so ein bisschen so zwischendurch ein bisschen Binding of Isaac und so, und dann habe ich mir das mal angeguckt und ich fand es wieder interessant. Weil ich das ja bei dir schon mal geguckt habe, also wo du es gespielt hast, nicht dann, ihr denkt, er hat jetzt noch auf einen Kanal von dem Channel mit 30.000 Abonnenten. Ja, den will er bloß geheim halten. Ja. Ich heiße auch gar nicht Tim. Nee, das ist... Ich bin auch eigentlich nicht 17, ich bin 25. Ja. Hat er sich schon mal so gedacht, jetzt macht er sich mal 25 Jahre alt und verarscht mich hier. Setzt sich eine Maske auf und... Verändert meine Stimme. Ja. Geh nochmal in die Schule. Breakfast. Ja. Das war deine Geschichte, wie du auf Isaac gekommen bist? Ja. Ich glaube, ich bin damals tatsächlich durch Zombie draufgekommen. Mhm. Weil der hat ja immer relativ viele Indie-Spiele gespielt und da hat er auch Isaac gespielt. Und es hat mir gefallen. Und ich meine, es hat 5 Euro gekostet und habe ich mir einmal gedacht, ja komm, kaufst du mal einen. Und ja, dann irgendwann bin ich danach süchtig geworden. Und irgendwann kam denn diese Phase? Aber inzwischen muss ich sagen, ist es sehr ausgelutscht. Ist ausgelutscht gewesen. Ja, nach 5000 Stunden. Obwohl ich das DLC ja nicht noch vor mir habe. Also ich habe noch nicht mal wieder 100% im DLC, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Ich weiß nicht. Hab derzeit andere Spiele zu spielen. The Witcher. Es ist so ein tolles Spiel. Bin verliebt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, nicht nur Zombie hat dazu beigetragen, ich glaube auch Emero. Ich glaube, Emero war auch teilweise. Den kenne ich wieder nicht. Emero kennst du nicht? Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht. Das ist ein ziemlich bekannter Let's Player. Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht so von. Ich Streamer. Das ist einer der ersten deutschen Let's Player gewesen. Erzählt hast du, glaube ich, mal. Der, also, so ein Markenzeichen war immer so, Spiele zu spielen, klar. Ja, so ein Markenzeichen war, schwere Spiele zu spielen. Na, doch, Spiele spielen, ja. Ja. Ich spiele auch gerne Spiele, ja. Ist dein Markenzeichen, ja. Ist mein Markenzeichen, ja. Er hat immer schwere Spiele gespielt, sowas wie extrem alte NES- oder SNES-Spiele. Aber auch Meat Boy und halt auch Binding of Isaac und... Ja, Meat Boy ist ja auch gerade leicht, ne? Ja, ist simpel. Ich weiß noch mein Level, was übel aussah, aber schaffbar, machbar war. Ja, vor allem für mich. Aber es sah übel aus. Mhm. Vor allem, weil du so viele Kettensägen reingepackt hast. Oh ja, die waren eigentlich, das meiste war nur Deko. Mhm. Das eigentliche Level war richtig leicht. Lebst du eigentlich noch? Ja. Gut, weil wir reden und reden und ich weiß nicht mehr, ob du lebst, weil ich ja nebenbei selber spiele. Ich lebe noch. Ich bin gerade in einem Haus und renne eigentlich nur hin und her, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Könntest ausmachen und Binding of Isaac spielen. Nee, weil ich rede und wenn ich rede, kann ich nicht das Spiel spielen, weil ich mich dann nicht auf die Dialoge konzentrieren kann. Ja, weil er einfach ein Kackboom ist. Ja, Multitasking ist nicht mein Ding. Eigentlich schon, aber... Naja. Ich bin fett. Hast du Lard? Ja. Was ist dann eigentlich so deine erste Erfahrung mit Binding of Isaac? Ich habe das ja nicht mitbekommen, da hast du ja... Meine erste Erfahrung mit Binding of Isaac? War das... Ja, was, da dein allererster Run? Glaube ich, das warst du noch nicht wach. Ja, da habe ich noch gepennt. Dein allererster Run, wie war der eigentlich? Es war komisch vom Gefühl her. Wie lange hat er gedauert?
Ich glaube, er ging bis Ebene 2 den Endboss. Also bei Ebene 2 den Boss. Und wie war das so? Es war gewöhnungsbedürftig, dazu zu spielen. Es sieht nämlich leichter aus, als es ist. Bei mir war es auch eher so, okay, 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 tot. Ja, doch, so könnte man das auch bezeichnen. Es war so, oh, das ist ein Gegner, oh, das ist ein Gegner, warum bin ich jetzt tot? Warum bin ich tot? Ich habe auch sehr lange gebraucht, um mich an das Spiel zu gewöhnen. Ja, man braucht relativ lange, um so ein bisschen so reinzukommen. Ja. Aber trotzdem, wenn man es dann drauf hat, dann geht's los. Jo. Als ob du es schon drauf hast. Als ob du das beurteilen kannst. Ja, das habe ich doch nicht gesagt. Das schätze ich so ein. Mensch. Und dieses Angeschreie von der Seite. Weißt du, von diesen 9-mal klugen Menschen. Ja, ich habe dich gerade als 9-mal kluger Mensch bezeichnet. Ich bin halt 9-mal klüger als du. Ach, den hast du jetzt nicht erwartet, ne? Gerade den habe ich erwartet. Klar hast du den erwartet. Den hat jeder erwartet. Ja, klar, hat ihn jeder erwartet. Deswegen habe ich den auch gebracht. Und jeder hat in dem Moment hat jeder die Augen verdreht, ganz einfach. Ich habe auch die Augen verdreht. Ja, ich auch. Obama hat selbst die Augen verdreht. Ja. So. Ich lebe übrigens immer noch. Das ist wunderschön. Hast du überhaupt Musik und so alles getestet vorher? Was? Ja. Ich bin gut. Ja. Was ist das denn? Was? Ich lebe noch, falls du jetzt nachfragen solltest. Hast du denn entdeckt? Neuen Boss, den ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal hatte. Neuen Boss, den du schon mal hattest. Den ich glaube... Merkst du was? Mann, hättest du mal den Rand oder was? Wie hieß er denn? Ja. Ovum. Wie sah er aus? Na, das war so wie... Gemini bloß getrennt. Ach, der, ja. Ja. Vom Namen her kennst du ihn auch nicht, aber. Nee, das ist ein DLC-Boss. DLC war nicht mehr so meins. Aber du erkennst ihn, wenn du ihn. Ich weiß, wen du meinst. Ich weiß auch, wer aussieht. Ich weiß nur den Namen noch nicht. Oh ja, ich liebe diese Räume. Weißt du auch, was ich dir das Video geschickt habe, ne? Die fliegen. Ich darf mich jetzt nicht bewegen, sonst kriege ich nämlich auf den Sack. Wenn du dich nicht bewegst, kommst du nicht weiter. Doch, die bewegen sich ja auch. Ist ja bloß eine Frage der Zeit. Bis sie sich dann selber töten. Genau. Eine Frage der Zeit. Bis... Nehme ich jetzt einen Schaden in Kauf? Wie viele Herzen hast du? Ja, nee, das ist jetzt egal. Ist zu spät. Du kannst jetzt eh nichts mehr retten. Ich habe noch nicht eine Bombe gekriegt. Du bist Kane, ne? Ja. Hast du wenigstens Schlüssel? Ja, natürlich habe ich Schlüssel, 3 Stück sogar. Welche Ebene ist der hier denn? Ich glaube, ich bin jetzt in der 3. oder 4. Nicht schlecht. Immerhin. Das ist, glaube besser als der erste Besuch, oder? Ja. Was macht die Karte Zilla was? Gib dir 2 Herzen, also spawn 2 Herzen. Alles klar. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ach du Gott! Nee, was? Das ist ein Raum, den schaffe ich nicht, glaube ich. Das ist gerade ein bisschen übersteuert. Ja, das war auch Absicht. Nein, diese Typen mit den die Maden so rausschießen. Ach so. Und davon mit richtig engen Gängen. Eklig, Alter. Oh. Eklig, Alter. Bist du tot? Nein, noch nicht. Die machen einen Schaden, das weißt du, ne? Ich weiß es. Ich spüre es. Ich will an den letzten, der soll mal hierher kommen. Was? Der letzte Typ davon soll mal hierher kommen. Ich hab mein... Ach nee, das ist ein Schlüssel, keine Bombe. Nicht an die Stacheln gehen. Ach Gott. Wie ich Spinnen... Hasse? Ja. Das klang, als ob du gestorben bist. Ja... Gut. Ernsthaft? Bist du gestorben? Kann man so sagen. Oh mein Gott. Es hat aber eine Viertelstunde gedauert und nicht nur 10 Minuten. Mhm. Es sind schon Fortschritte zu sehen. Mhm.
Und dann irgendwann Part 95 schaffen wir dann zum ersten Mal die Mom zu töten? Ja. Gut. Das ist ja das weißt Plan. Du, wie lange das geht, hier, wie oft du hier sitzen musst. Ja, ich merke das schon. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's denn diese Folge. Hast du noch irgendwas, möchtest du noch was sagen? Nein. Nein? Sprachlos von meinem Können, ja? Ja, viel Spaß. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Pauli Gaming und... Schalte bitte nie wieder ein, wir werden es bereuen. Du sollst deinen Namen sagen, halt die Klappe, sonst piepst ich dich aus. Der Orgelbecher. Der Orgelbecher? Der Orgelbecher. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lauft! Ja, tschüss.